Hallo und willkommen bei den Denkreisen. Heute mal ohne viel Aufbau und relativ spontan. Ich habe nun endlich Luc Bessons opulentes Machwerk Valerian, die Stadt der tausend Planeten gesehen. Dass dies erst nun geschah, nun nachdem der Film bereits vor vielen Monaten durch die Kinos gelaufen war, ist nicht wirklich ungewöhnlich. Ich gehe so gut wie nie ins Kino. Kinos sind für mich keine besonders positive Erfahrung. Früher war das etwas besser, aber spätestens seit diese ganzen widerlichen Cineplex-Monsterhäuser ihren Siegeszug rund um den Planeten errungen haben, ist mir das zu unangenehm geworden. Meistens herrscht da diese hektische Atmosphäre, die an Bahnhöfe während der Kriegsmobilisation erinnert. Warum sollte ich mir das antun? Aber jeden wie er mag. Ich muss an dieser Stelle auch etwas Farbe bekennen und feststellen, dass ich in den 90er Jahren durchaus ein passionierter Cineast war. Doch mit jedem weiteren Jahr ist diese Leidenschaft in mir ein wenig versickert. Und ich sehe mir immer noch sehr viele Filme an, auch Serien, aber mein Herz ist da längst nicht mehr bei der Sache. Die Funktion des modernen Kinos besteht doch eher darin, sich den Kopf auszuspülen. Das ist heute auch häufig nötig, aber viel mehr als das ist es meistens ja nicht. Die andere Sache, die sicherlich in meinem Leben eine sehr starke Rolle spielt, ist meine tiefsitzende Aversion gegen jegliche Form von Hypes. Aber das werden sich einige von euch schon gedacht haben, denn wer meinen YouTube-Kanal kennt, hat schon wohl erspürt, dass man sich hier wirklich so weit fern jegliche Hypes befinden kann, wie es überhaupt Menschen möglich ist. Das passiert noch nicht mal besonders absichtlich. Ich kann nichts dafür, das liegt irgendwie so in mir drin. Ich hasse es, wenn mich von allen Seiten alle Medien auffordern, irgendwas zu tun, und da werde ich dann auch etwas stur. Inzwischen habe ich zum Beispiel auch schon den neuen Star Wars Film gesehen. Also das war Nummer 7. Aber inzwischen gibt es ja schon die Nummer 8 und die werde ich irgendwann auch noch sehen. Wie gesagt, Enthusiasmus sieht anders aus. Dass ich nun zum ersten Mal in diesem Channel über einen Film rede, also ich glaube zumindest, dass es das erste Mal ist, hat wohl eher damit zu tun, dass ich eigentlich über etwas sprechen möchte, das thematisch hinter dem Film liegt. Doch um an dieses Thema sinnhaft heranzutreten, müssen wir erstmal den Umweg des Filmes nehmen. Und diesen Umweg möchte ich nun in einem sehr straffen, schnörkellosen Tempo nehmen, denn über Valerian sind jetzt schon so viele Rezensionen geschrieben und als Video aufgenommen worden, dass ich da nur so wenig wie möglich wiederholen möchte. Und hierzu habe ich mir auch hier ein paar Notizen gemacht. Fangen wir auf der untersten Ebene an. Bevor ich mir den Film angesehen habe, wusste ich darüber nur drei Sachen. Erstens, dass es natürlich die Verfilmung der großartigen Comics von Christin und Mézières ist, dass der legendäre Luc Besson die Regie führte und drittens, dass der Film einer der größten finanziellen Pleiten des europäischen Kinos oder der europäischen Filmgeschichte darstellt. So heißt es zumindest. Also habe ich mir den Film nun angesehen. Hat er mir gefallen? Ich komme darauf zurück. Warum der Film kein Erfolg war, ist inzwischen ein thematischer Selbstläufer geworden. Da gibt es alle möglichen Videoanalysen darüber, vor allem hier auf YouTube. Dass die Suche nach Ursachen hierbei andauert, hat wohl damit zu tun, dass viele Leute intuitiv gespürt haben, dass der Film eigentlich gut sein sollte und eigentlich Erfolg haben sollte. Aber irgendwas hängt da auch schief. Vorweg gesagt, ich bin nicht der Meinung, dass der Film es verdient hat, eine Pleite zu sein. Finde ich ihn gut? Ich finde ihn nicht besonders gut, aber ich finde ihn auch nicht so schlecht, dass er es verdient hätte, auf die Schnauze zu fallen. Also mal ehrlich, wir leben in einer Zeit, in der Deadpool und Guardians of the Galaxy blühende Erfolgsgeschichten sind. Ich meine, ich könnte bei Deadpool im Kinosaal sitzen und wenn jemand hinter mir unauffällig meine Schädeldecke öffnen könnte und dann im Verlauf des Films anfangen würde, mein Gehirn mit einem Suppenlöffel herauszupulen, würde es auf meine Wahrnehmung des Films überhaupt keinen Einfluss haben. Somit, Valerian hätte ruhig etwas erfolgreicher sein können. Hätte es ein Blockbuster werden sollen? Nein, dafür ist der Film einfach nicht gut genug. Aber das Problem ist, dass der Film 200 Millionen Dollar gekostet hat. Und das bedeutet heute leider, dass so ein Film 400 Millionen Dollar einspielen muss, damit alle Geldgeber zumindest ihr Geld zurückkriegen. Warum doppelt so viel? Weil das die Ära ist, in der wir leben. Wer einen 200 Millionen Dollar Film an der Hand hat, braucht noch immer einen Distributionskanal. Und das bedeutet, dass irgendein großes Studio nochmal 150 oder 200 Millionen für die Scheiß Werbung ausgibt, damit auch wirklich jeder Bescheid weiß, dass der Film draußen ist.
Ich weiß nicht, wie viele von euch jemals etwas mit der Werbeindustrie zu tun hatten. Doch auch in der kleinsten Klitsche gilt, dass man gleich mal 120 Euro in Rechnung stellt, wenn der Senior Motherfucker sich kurz an den Eiern kratzt. Mit anderen Worten, das ist eine Industrie, wo jeder innerhalb der Wertschöpfungskette ganz große Rechnungen stellt. Das ist eine Branche, die vollkommen schambefreit ist. Und damit der ganze Planet für 3 Wochen in jeder nur denklichen Blickrichtung irgendwo auf ein Plakat oder eine Animation mit Valerian blicken kann, müssten Millionen verbrannt werden. Wenn wir also die Gründe aufzählen würden, weshalb der Film finanziell gescheitert ist, nun an erster Stelle, weil er viel zu teuer war. Wie kann es sein, dass heute ein Film das Bruttosozialprodukt eines tropischen Staates einspielen muss, um sich überhaupt zu rentieren? Und da wundert sich jemand, dass sämtliche kreative Luft komplett aus der Kinowelt herausgesaugt wurde. Die Fans von dem Originalcomic werden wohl kaum für Luc Besson die Kastanien aus dem Feuer holen, denn wer die Comics Valerian und Véronique, im Original Valerian et Laureline, wirklich liebt, muss bei diesem Film derart abgekotzt haben. Denn von dem Spirit und dem Charakter der Hauptprotagonisten ist in diesem Film wirklich nichts übrig geblieben. Man fragt sich geradezu, wie Luc Besson es überhaupt geschafft hat, aus der einen Sache die andere zu machen, gemessen daran, wie wenig der Film Valerian mit dem Comic Valerian zu tun hat. Die Kritiker des Films echauffieren sich auch über die aussagelosen Hauptdarsteller, deren Chemie de facto nicht vorhanden war. Ja, das kann ich nachvollziehen. Vielleicht hätte es dem Film gut getan, 2 solide Schauspieler, Schauspielerinnen zu haben, die mehr, wie sagt man da auf Englisch, bankable sind. Der Film hat gemischte Kritiken bekommen und einige haben sich geradezu verteidigend vor den Film geworfen. So schrieb Doris Kuhn in der SZ: Keine Chemie zwischen den Hauptdarstellern, Dialoge zum Zusammenzucken und eine inkohärente Story, es fiel sogar das böse Wort vom Eurotrash auf Steroiden. Gegen solche Anwürfe muss man den Film aber verteidigen. Die Aufgabe des Kinos darf es auch mal sein, dass einem einfach die Augen übergehen. Kohärenz ist schön, macht aber gerade bei amerikanischen Sci-Fi-Filmen auch oft zu viel Arbeit. Und für den Spaß, allen Irrsinn des Universums durch einen Comic kennenzulernen, reichen eine schillernde Oberfläche und ein hohes Tempo schon aus. Was? Die Aufgabe des Kinos darf es auch mal sein, dass einem einfach die Augen übergehen? Wer bitte außer Denis Villeneuve macht gegenwärtig Science-Fiction-Filme, die irgendwie zerebral sind? Es kommen doch jeden Monat rund 10 Sci-Fi-Filme auf den Markt, die einfach nur eine visuelle CGI-Orgie sind und ein unterbemitteltes Drehbuch haben, das aus Hollywood-Helden-Klischees besteht. Das ist also ganz übles Feuilleton-Gelaber. Ich möchte nun Doris Kuhn auch nicht zu heftig widersprechen, weil das am Thema vorbeiginge. Ich bin ja nicht der Meinung, dass Valerian in jeder Hinsicht ein schlechter Film ist, darum kann ich mich nicht bei dieser Sache als eine Art Chefankläger präsentieren. Doch, Kaspar Schaller trifft in der Wochenzeitung Die Zeit den Nagel auf den Kopf. Er schreibt: 3 Jahre hat Besson am Konzept gearbeitet, 18 Monate am Storyboard gewerkelt, 2 Jahre beim Schnitt verbracht. Die Finanzmittel trieb er beim Festival von Cannes auf, wo er mit Drehbuch und Skizzen hausieren ging. 80 Millionen Euro kamen an einem Tag zusammen. Weil er den Blockbuster wie einen Indie-Film finanziert habe, so Besson, habe ihm niemand reingeschwatzt oder genörgelt, wenn er zu sehr auf den Putz gehauen habe. Das ist das Problem. Niemand hat ihm zärtlich über den Kopf gestreichelt, in sanftem, aber bestimmtem Ton gesagt: Nein, Luc, das reicht. Und ihm das Silbertablett mit dem Koks weggenommen. Absolut zum Schreien ist ebenso die Eröffnung der Kritik von Dietmar Dart in der FAZ. Diese beginnt mit den Worten: Wenn man unbedingt selbst erleben will, was Luc Besson in seinem neuen Film vorführt, muss man sich betrinken und zum Hauptbahnhof einer beliebigen westeuropäischen Großstadt gehen. Konfuse Wesen, falsche Sitten, unaufdringliche Lebensgefahr, dort drüben schnattern 3 geflügelte Watschelrüssel, weiter hinten streichelt eine bleiche Prinzessin einen kleinen Schildkrötenrachenhamster, der perlenförmige Atomkraftwerke futtert, und wer vor der Abreise noch schnell was einkaufen will, muss unsere gewohnten 3 Raumdimensionen sowie die ihnen eng verbundene Zeitdimension verlassen, um sich in eine perpendikular zur Realität kompaktifizierte höhere Raumordnung aus Myriaden kleiner Läden zu begeben, direkt neben der Rolltreppe. Das ist bitter, aber teuflisch gut gelungen, wobei man vielleicht Besson nicht dafür tadeln sollte, dass er eine extrem blühende Fantasie hat. Das aber ist möglicherweise auch nicht der Gedanke hinter dieser Kritik.
Ich komme noch dazu. Das ist erstmal auch kein Minus, eine blühende Fantasie zu haben. Doch wie es scheint, ist es nicht immer so praktisch, wenn der Regisseur zugleich auch der eigene Produzent ist. Vor allem dann nicht, wenn insgesamt 400 Millionen Dollar auf dem Spiel stehen. Ich habe anfangs gesagt, dass für mich dieser Film nur ein Umweg ist, den ich nehmen möchte, um über etwas ganz anderes zu sprechen. Denn ich möchte über die Zukunft sprechen. Unsere Zukunft. Oder zumindest darüber, wie eine sinnhafte Zukunft in der Science-Fiction aussehen kann. Doch dazu möchte ich noch eine Kritik zitieren, eine letzte, und hierzu greife ich zu Deutschlands führendem Bollwerk der linken Kultur. Ja, ich spreche von der sagenhaften Taz, die Zeitung mit der Tatze. Die Kritik erschien am 19.07.2017 und stammt von Michael Mainz, der hauseigene Filmexperte der Taz. Michael Mainz hat eine ordentliche kleine Schmonzette hingelegt. So schildert er begeistert, dass kaum eine Filmszene vergeht, in der Laurelin nicht ein neues Kostüm trägt. Und all diese wunderschönen Strände und Lebewesen, da denke man doch gleich an LSD. Und das läge doch eigentlich nahe, hatten doch die beiden Verfasser des ursprünglichen französischen Comics ihre Geschichte in den späten 60ern und in den 70ern gezeichnet. Es ginge um die Kraft der Liebe, hält Michael Mainz fest. Das sei alles, das man braucht, um Valerian zu verstehen. Also der ganze Text mutet an, als sei er für die Brigitte geschrieben worden. Doch das ist vermutlich nur eine Verunglimpfung der disziplinierten Schreiberinnen der Brigitte. Okay, hier ist mein Problem mit der ganzen Sache. Valerian ist ein spannender, etwas zu lang geratener Film mit einem hysterisch bunten Look und einem Drehbuch, das in sich rund ist, aber ständig mit zu viel abwegigen Details überbordet. Aber mit all dem kann ich leben. Mit einer Sache kann ich nicht leben. Wir befinden uns da im Jahr 2740. Wir befinden uns auf einer gigantischen Weltraumstation, an der hunderte, ja gar tausende Zivilisationen beteiligt sind. Wir besuchen auch einen Planeten, der so eine Art Shopping Mall ist. Wohin man auch schaut, überall strotzt es vor Konsum, von naiven Kleinbürgern, die unentwegt nutzlosen Krempel kaufen, oder bis an die Zähne bewaffnete Superpolizisten, die darauf achten, dass in den Einkaufspassagen alles mit rechten Dingen zugeht. Gerade in diesem Jahr, in dem die bayerische Polizei beschließen möchte, von jetzt an etwas härter durchzugreifen, bleibt da einem ein wenig das Lachen in der Kehle stecken. Eine seltsame Zukunft, die der Luc Besson sich da jedes Mal zusammenlegt. Das war schon in Das fünfte Element genau dieselbe Soße. Nun, ich sage, draufgeschissen, Luc. Ich mache hier eine andere Vorhersage. Es gibt zwei Szenarios für die Zukunft dieser unserer Zivilisation. Anschauungsobjekt A, Mad Max, Fury Road. Anschauungsobjekt B, Star Trek, The First Contact. How big is this ship? There are 24 decks. Almost 700 meters long. It took me 6 months to scrounge up enough titanium just to build a 4-meter cockpit. How much did this thing cost? The economics of the future are somewhat different. You see, money doesn't exist in the 24th century. No money? You mean you don't get paid? The acquisition of wealth is no longer the driving force in our lives. We work to better ourselves and the rest of humanity. Beide Szenarios könnten kaum unterschiedlicher sein und doch haben sie eins gemeinsam. Sie beschreiben Welten, die den Monetarismus aufgegeben haben. Im Falle von Mad Max unfreiwillig, gezwungen durch einen dystopischen Kollaps des unbelehrbaren Gemeinwesens, das scheinbar Erdöl und Geld über andere Werte gestellt hat. Klingt das vertraut? Im Falle von Star Trek hingegen geschah die Absage an den Monetarismus durch die eigene Bewusstwerdung, durch ein inneres Wachstum, durch Philosophie, durch Einsicht, durch vermutlich eine gute Bildungspolitik. Das ist sozusagen der Homo Novus, der neue Mensch. Der Mensch, der nicht sein Leben lang im Hamsterrad aus nutzlosen Einnahmen und noch nutzloseren Ausgaben lebt, weil er sonst das gesamte System kollabieren würde, wenn ich ständig alle brav morgens auf Zombie machen. Und mit dieser starren, dümmlichen Weltsicht wollt ihr zu den Sternen? Wirklich?
Ja klar, Elon Musk wird schon richten. Nein, es wird keine Zukunft mit dem Monetarismus geben. Wer glaubt, dass wir in 400 Jahren hippe Weltraumfahrer sein werden, die in der Nähe von Saturn und Neptun Stationen bauen, während daheim auf der Erde des Jahres 2500 die Banker mit Derivaten und Hedgefonds das Bruttosozialprodukt vergrößern und vollkommen deregulierte Telekommunikationsunternehmen um die Weltherrschaft kämpfen, muss vollkommen irre sein. Und das ist für mich der eigentliche Kritikpunkt an Valerian. Der Film macht unsere Zukunft zu einem Aufenthalt in einem riesigen Einkaufscenter mit abschließendem Abstecher im 1-Euro-Laden. Ist es aber nicht außerordentlich faszinierend, dass der hauseigene Filmkritiker der Taz, Deutschlands führender linker Zeitung, das nicht sieht? Dass er sich wie ein braves, williges Konsumschweinchen an all dem Glitter ergötzt und sich daran erfreut, dass Ken und Barbie solche Abenteuer erleben. Lass das mal auf dich wirken. Wenn der Filmkritiker der Taz eine geldverliebte, konsumverherrlichende Orgie nicht identifizieren kann, weil das ein Thema ist, das ihm vollkommen am Arsch vorbeigeht, dann weiß man, dass der neoliberale Rechtsdruck in der deutschen Gesellschaft, über den in letzter Zeit mit angehaltenem Atem immer häufiger berichtet wird, eine schleichende Realität ist. Und ausgerechnet Dietmar Dart von der FAZ war der Einzige, dem diese obszöne Anbiederung an den Turbokapitalismus überhaupt aufgefallen ist. Ist das nicht eine Welt, die komplett auf dem Kopf steht? Nun kann man natürlich immer sagen, dass das ja ein leicht humoriger Film ist und keine sozialökonomische Prognose. Warum sich also aufregen? Und man könnte für Luc Besson die Lanze brechen und feststellen, dass er die konsumheischenden Manierismen des Films selbst ein wenig auf die Schippe nimmt. Ja, das stimmt, doch da ist keine Spur Sozialkritik dahinter. Für Luc Besson steht fest, dass die Menschen der Zukunft vor allem dafür sorgen müssen, liquide zu sein, damit sie an all dem Konsum teilnehmen können, der da auf sie wartet. Zivilisationen fliegen Millionen Kilometer durch den Weltraum, damit sie shoppen können. Das ist an Erbärmlichkeit kaum zu überbieten. Und es ist ja jedem gänzlich entgangen. Vermutlich bin ich zu alt und die Welt zu verkorkst. Doch eine Serie wie Black Mirror ist das perfekte Gegenmittel gegen diesen geistigen Schund, damit wenigstens einige von uns aus diesem Traumzustand aufwachen. Denn da steckt etwas mehr dahinter als ein bisschen Filmspaß. Wir beginnen langsam zu erkennen, dass wir Scheiße gebaut haben. Wir haben gerade einen zivilisatorischen Punkt erreicht, an dem wir de facto 2,5 Erden brauchen würden, um unseren Hunger nach Energie zu befriedigen. Jegliche Ressourcen, die wir jetzt noch aus der Erde beziehen, sind bereits aus der fernen Zukunft geborgt und werden den kommenden Generationen bitter fehlen. Wie gesagt, Mad Max, Fury Road, das ist unsere wahre Zukunft. Und das ist die Zukunft, die wir verdienen. Warum? Weil wir nicht imstande sind zu erkennen, dass ein Film wie Valerian unsere größte Charakterschwäche propagiert und zu einer lustigen Spaßnummer macht, unsere ewige Unbelehrbarkeit. Unseren mangelnden Willen, sich zu ändern. Doch ändern werden wir uns müssen. Denn falls wir zu den Sternen wollen, werden wir uns als Menschheit massiv, massiv verändern müssen. Und das ist das Szenario B, von dem ich sprach. Star Trek. Und wenn ich verändern meine, dann meine ich nicht die Obama-Veränderung. Change, yes we can. Was natürlich nur dümmliches Geschwätz für den Stimmfang war. Es hat sich ja überhaupt nichts verändert. Wenn überhaupt, dann zum Schlechteren hin. Und so klammert man sich auf dem Umweg von bunten Filmen an eine neuartige Hoffnung, an so einen Funken von Hoffnung. Eines Tages, da werden wir Asteroiden einfangen und alle Ressourcen, die wir brauchen, auf die Erde holen. Dann können wir weiterhin Arschlöcher sein, Konsumschweine und derangierte Cyberidioten. Alles wird gut. Wir müssen uns nicht ändern. Bitte, bitte, bitte nur nicht ändern. Wir wollen uns nicht ändern. Wir wollen weiterhin Milliarden Tiere jedes Jahr töten. Wir wollen weiterhin Produkte sinnentleert durch die ganze Welt hin und her fahren, weil einzelne Individuen auf diese Art und Weise ihr Geld machen können. Und das müssen wir respektieren. Da macht jemand Fat Cash damit. Also muss es gut sein. Diese Art von Denke, dieser metareligiöse Glaube an die Wachstumskurven, an das endlose Expansionspotenzial, daran, dass der Markt alles regelt, dieser ganze Unsinn beginnt jetzt schon zu bröckeln und wird unseren Allherrschaftsfantasien gerade noch 2 oder 3 Jahrzehnte zur Verfügung stehen. Dann beginnt der Ozean zu kippen, die reichen Luc Bessons dieser Welt werden sich hinter Gated Communities verbarrikadieren, mit Stacheldraht und einer Privatarmee davor. Und was bleibt dir? Ja genau, bunte Filme über eine lustige, grelle Zukunft, die nie kommen wird. Da wird natürlich gelobt, dass Valerian Kritik am Imperialismus übt.
Ja, das ist sozusagen eine relativ einfallslose Geschichte an der Oberfläche des Drehbuchs, bei der man ständig sein Gehirn bemühen muss, um nicht unentwegt an Avatar zu denken. Ein Film, der übrigens hierbei auch nicht viel geistreicher war. Doch wir müssen langsam erkennen, dass der edle Wilde nicht kommen wird, um uns zu retten. Es werden keine halbnackten, schönen Wesen mit Speeren aus dem Hyperraum treten und uns sagen, kämpft mit uns und dann seid ihr die besseren Menschen. Das sind nur Geschichten, die wir uns erzählen, weil wir uns davon ablenken wollen, dass wir unbelehrbare, dumpfe Monster sind. Und versteht mich nicht falsch. Ich habe mit Valerian, dem Film, gar nicht so viele Probleme. Es ist, was es ist und ich weiß, warum ich kein Filmkritiker bin. Denn ich bin in meiner Wahrnehmung von Filmen relativ flexibel und ich mache nicht aus jeder Mücke einen Elefanten. Ich schaue mir Valerian an und denke mir, okay, das ist die Vision des Regisseurs, so eine Art fünftes Element, Teil 2, warum nicht? Ich habe wirklich Schlimmeres gesehen, doch dann läuft der Nachspann und ich denke mir, okay, da schaue ich mir an, was die ganzen Linken und die ganzen Intellektuellen zu diesem furchtbaren Konsumfetischismus sagen, der sich durch den ganzen Film hindurchzieht. Ich bin's ja gewohnt, aber die werden sicherlich auf der Palme sein. Ich schaue, ich lese, ich schaue, ich lese. Nichts. Sogar Wolfgang Schmidt Junior, der geradezu geniale Filmanalyst, führt Valerian als einen der 10 besten Filme des Jahres 2017 auf. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Aber wenn eine journalistische Hochburg der linken Politik, gemeint ist die Taz, an dieser Stelle absolut keine Reflexion an den Tag legt und das alles einfach nur super süß findet, dann hält man doch ein wenig den Atem an. Ich habe ohnehin seit Jahren den Verdacht, dass die Taz massiv von ultrakapitalistischen Elementen unterwandert ist. Das ist eine Art pseudo-linke Zeitung geworden, die längst sozial relevante Ideen gegen plumpe, antideutsche Muskelspieler eingetauscht hat. Und so geht unser Leben weiter. Viele bunte Bilder und im Hintergrund eine Menge der Regulierung, Sozialabbau und Steuersenkung. Friedrich von Hayek lässt grüßen. Auch in der Taz. Und darum möchte ich einfach nur mein Mosaiksteinchen zu dem Gesamtbild rund um die Frage platzieren, weshalb Valerian kein Erfolg war. Denn ich glaube, es gab auch eine Menge Leute, die sonst an der vordersten Front des Kulturschaffens operieren und einflussreiche Videorezensionen posten, die bereits am ersten Wochenende voller Erwartung ins Kino gelaufen waren und dann eine entsprechend lauwarme Stellungnahme abgaben. Sie mochten nicht unbedingt den Finger in die Wunde legen können, doch sieht man sich das unmittelbare Reaktionsvideo von Chris Stuckman an, so schwingt es doch stark mit, dieses Gefühl von, na, irgendwie ist es wieder dieselbe Soße, die man uns da eintrichtert. Es wird nur dann eine blühende Science-Fiction-Zukunft geben, wenn die Kaufkraft erhalten bleibt und wir brav an die Selbstheilungskräfte des Marktes glauben. Heil Hydra. Und diese Influencer haben zu viele Leute wiederum davon abgebracht, ins Kino zu gehen. Ihr kennt sicher dieses Gefühl, dieses, na, ich schau's mir an, wenn's auf DVD kommt. Und vielleicht hat die kollektive, fast unterbewusste Erkenntnis eine Rolle gespielt, dass der Film keine neuen Ideen mitbringt und einfach nur Wein aus den alten Schläuchen macht. Hier wird uns eben die Idee vermittelt, dass die Menschen immer gleich bleiben werden. Eine Veränderung ist nicht nötig. Während um uns herum die echte Erde brennt, flimmert die Leinwand fröhlich vor sich hin. In 3D.